Guten Abend, mein Name ist Martin Buchholz und ich bin auf der Suche nach einem ordentlichen Thema für einen Science Slam. Mal ganz ehrlich, Wärmeübertragung, das ist doch kein Forschungsprojekt. Ja, ich habe meinen Slam zum Thema Energie gemacht. Da kam jemand nachher zu mir und sagte, das war ja rhetorisch ganz gut, aber Energie ist doch kein Forschungsthema, oder? Und ich habe mich danach gefragt, Martin, warum hast du eigentlich nicht dein Forschungsprojekt vorgestellt? Und bin dann relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass Forschungsprojekte innerhalb der Ingenieurwissenschaften mitunter etwas spröde, um nicht zu sagen unsexy sind. Ich erinnerte mich da sofort an die Worte eines wohlmeinenden Kommilitonen, der Mitte des ersten Semesters zu mir sagte, Martin, wenn dich mal auf einer Party ein Mädchen anspricht und fragt, was du so machst, dann sag, du seist eine Art naturwissenschaftlich interessierter Philosoph, sag nicht Maschinenbau. Das kommt nicht so gut an. Wow. Kommt nicht so gut an. Da frage ich mich natürlich, kommt das hier gut an? Kommt das beim Science Slam in Hannover gut an? Allein der Titel meines Forschungsprojektes. Ja, hätte ich ein Projekt zum Thema Heilung unheilbarer Krankheiten oder eine soziologische Studie zum Thema Sex und Korruption in der Hannoveraner Stadtverwaltung, ich wäre mir der vollen Aufmerksamkeit sicher. Leider lautet der Titel meines Forschungsprojektes aber ein inverses Verfahren zur Bestimmung lokaler Wärmeübergangskoeffizienten an einem Lamellen-Rohbündel-Wärmeübertrager mittels Infrarot. Mal ganz ehrlich, gewinnt man damit einen Science Slam? Da ich aber als Ingenieur einem riskanten Experiment immer zugeneigt bin, habe ich mir gedacht, versuch doch mal rauszufinden, ob man nicht auch mit einem etwas abseitigen Thema punkten kann. Denn das, meine Damen und Herren, ist mein Thema für heute Abend. Ein inverses Verfahren zur Bestimmung lokaler Wärmeübergangskoeffizienten an einem Lamellenrohbündel-Wärmeübertrager mittels Infrarotthermografie. Dabei möchte ich von Anfang an ganz ehrlich zu Ihnen sein. Ich werde nicht versuchen, Ihnen hier Messergebnisse zu präsentieren oder diese gar mit Ihnen zu diskutieren. Ich werde froh sein, wenn ich es in den verbleibenden 9 Minuten schaffe, Ihnen auch nur ansatzweise zu erklären, was ich denn da gemessen habe und woran ich das gemessen habe. Beginnen wir mal damit, was ich gemessen habe. Lokale Wärmeübergangskoeffizienten. Wenn Ihnen das Wort Koeffizient nicht sagt, machen Sie sich nichts draus. Man könnte auch Wärmeübergangszahlen sagen. Bleibt also zu klären, was denn ein Wärmeübergang ist. So, und obwohl das ein Fachterminus ist, ist das einfach zu verstehen. Wärme geht von einem Körper auf einen anderen über. Und zwar ganz oft von einem Festkörper, also irgendeinem Gegenstand aus Papier, Pappe, Glas, Stahl, auf ein umgebendes Fluid. Und da sage ich immer, wenn ich mich nicht festlegen möchte, ob Gas oder Flüssigkeit. Das ist Fluid. Und ein Beispiel für so einen Wärmeübergang ist dieser Herr dort vorne in der ersten Reihe. Ein Festkörper ersten Ranges, umgeben von ganz viel Fluid. Und damit meine ich nicht den Schweiß auf seine Hand, auch nicht das andere Publikum, sondern ich meine die Raumluft. Und ich sage, es gibt einen Wärmeübergang von dem Herrn auf die Raumluft. Und warum? Weil der Herr eine höhere Temperatur als die Raumluft hat. Das ist jetzt keine bahnbrechende Erkenntnis, aber dennoch ganz wichtig. Für die Wärmeübertragung ist die Temperaturdifferenz zum umgebenden Fluid von entscheidender Bedeutung. Sie kennen das aus dem Schwimmbad. 24 Grad kann auch so ein bisschen frostig sein, wenn man einfach nur langsam einsteigt. 28 Grad sind so richtig knackig warm. Da könnte man ja sagen, warum eigentlich? 24, 28, so weit auseinander liegt das doch gar nicht. Bedenken Sie aber, dass die Temperatur Ihrer Haut, während Sie schwimmen gehen, eine Temperatur von etwa 30 Grad hat. Das heißt, die Temperaturdifferenz zum Wasser ist in einem 28 Grad warmen Becken 2 Grad, bei 24 Grad sind schon 30 minus 24 gleich 6 Grad. Die Temperaturdifferenz ist also dreimal so groß und deshalb geben sie dreimal so viel Wärme ab und frieren dreimal so schnell. Okay, Temperaturdifferenz, ein wichtiges Kriterium. Was noch? Haben Sie sich schon mal überlegt, warum Kinder weniger essen als Erwachsene? Oder warum sie in ihrem kleinen Arbeitszimmer nur einen kleinen Heizkörper haben und im Wohnzimmer einen großen? Naja, es kommt auf die Oberfläche an, nicht? Doppelte Oberfläche, doppelt so viel Wärme wird übertragen. Und weil Kinder nun mal klein sind und eine kleine Oberfläche haben, müssen die einfach weniger nachheizen und brauchen weniger Brennstoff. Nicht? Das klingt so ein bisschen komisch, ist aber wirklich so. Und das Gleiche gilt für Ihr Arbeitszimmer. Nicht? Da brauchen Sie weniger Wärme für den kleinen Raum, dann reicht ein kleiner Heizkörper. Okay, Temperaturdifferenz und Oberfläche. Ist es das? Wer von Ihnen war denn schon mal, sagen wir, für 10 Minuten in einer Sauna mit etwa 90 bis 95 Grad? Vielleicht können Sie mal die Hand heben. Ja, doch, einige. Sehr gut. Und danke. Und wer von Ihnen hat denn schon mal seine Hand für 10 Minuten in einen Eimer mit kochendem Wasser gehalten? Bitte heben Sie auch. Nee, lassen Sie die unten. Lassen Sie die bitte unten. Das möchte keiner sehen. Wir alle wissen, dass das mit der Gesundheit nicht vereinbar ist. Aber warum? Die Hand hat sowohl im Eimer mit dem kochenden Wasser als auch in der Sauna die gleiche Oberfläche. Kochendes Wasser hat 100 Grad, das heißt, die Temperaturdifferenz ist auch ähnlich groß. Und jetzt kommen die Wärmeübergangskoeffizienten ins Spiel. Die sagen nämlich, wie viel Wärme wird pro Oberfläche und pro Temperaturdifferenz übertragen. Und die hängen von drei Sachen ab. Das erste ist der Aggregatzustand. Das vom Fluid, ist das gasförmig oder flüssig? Wenn Sie sich vorstellen, Sie stehen am Beckenrand Ihres Lieblingsfreibades, der Sommertag neigt sich dem Ende zu, es sind nur noch 20 Grad, das Becken hat sich tagsüber aufgewärmt, hat auch 20 Grad und Sie fühlen sich so richtig wohl. Springen rein, schlagartig wird Ihnen etwas kalt. Warum? Das Wasser hat die gleiche Temperatur wie die Umgebung, aber der Wärmeübergangskoeffizient steigt und unser Wärmeempfinden ist ganz stark daran gekoppelt, wie viel Wärme wir abgeben.
So, dann gibt es noch einen zweiten Grund, der den Wärmeübergangskoeffizienten beeinflusst. Wie könnte uns noch kalt werden? Wir stehen an diesem Beckenrand mit unserer schnittigen Badehose, uns ist noch so richtig schön warm, wir sind ja noch nicht ins Wasser gesprungen. Wie könnte uns noch kalt werden? Vorschläge? Wind kommt auf, genau. Strömungsgeschwindigkeit. Ja? Je größer die Strömungsgeschwindigkeit, desto größer der Wärmeübergangskoeffizient. Sie kennen das vielleicht auch aus dem Fernsehen, da heißt es manchmal so im Wetterbericht, morgen früh minus 7 Grad, gefühlt minus 14. Und Sie fragen sich, woher wissen die Jungs aus dem Wetterbericht, wie ich mich persönlich morgen fühlen werde? Ja? Was Sie aber meinen, ist, dass es ein windiger Tag wird und dass Sie aufgrund des Windes bei minus 7 Grad so viel Wärme abgeben, wie in einem windstillen Tag bei minus 14 Grad. So, und dann gibt es noch einen letzten Punkt, der ist nicht ganz so gut zu erklären, Form und Ausrichtung des Festkörpers. Also stehen Sie eher tonnenförmig oder eher kugelförmig am Beckenrand? Oder. Ein ganz praktisches Beispiel, wenn Sie Ihr Bier in den Kühlschrank stellen, so eine 0,5er Dose, dann sollten Sie diese Dose hinstellen und nicht hinlegen, weil der Wärmeübergangskoeffizient von stehenden Zylindern höher ist als der von liegenden Zylindern. So, damit habe ich erklärt, was Wärmeübergangskoeffizienten sind. Stellt sich vielleicht noch die Frage, was lokale Wärmeübergangskoeffizienten, lokal aus dem Lateinischen örtlich, wenn der Wind hier von links kommt, friere ich auf der linken Seite etwas mehr als auf der rechten, weil örtlich die Wärmeübergangskoeffizienten hier höher sind, als auf der rechten Seite, die im Windschatten liegt. So, das will ich also messen. Und woran will ich das messen? An einem Lamellenrohrbündel-Wärmeübertrager. Wer von Ihnen hat denn sowas heute in der Hand? Okay, wer hat das Wort schon mal gehört? Ja, eins, zwei, da hinten auch noch jemand. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich es kurz den anderen erkläre. Wärmeübertrager sind Dinge, mit denen man Wärme von einem Fluid auf ein anderes Fluid übertragen kann. Sie haben sowas vor einem Auto. Wenn Sie losfahren, ist Ihr Kühlwasser noch so richtig schön kalt. Und wenn Sie dann losfahren, wird das langsam wärmer. Wenn Sie jetzt aber 10 Stunden bis nach Italien durchpezen, ja, dann wird das immer wärmer und wärmer. Und spätestens, wenn Sie den ersten Alpenpass hochfahren, dann wird vorne Ihre Motorhaube aufplatzen und das Ganze würde da als Dampf rauskommen. Deshalb brauchen Sie einen Wärmeübertrager, der dafür sorgt, dass das Kühlwasser Wärme an die vorbeiströmende Luft, die so an Ihrem Auto vorbeiströmt, abgegeben wird. So, wie könnte so ein Wärmeübertrager aussehen? Und im einfachsten Fall ist das einfach ein Rohr. Das Kühlwasser strömt so richtig schön heiß rein und nicht mehr ganz so heiß raus. Ja, nicht mehr ganz so heiß reicht aber nicht. Da wird nicht genug Wärme abgegeben. Nicht? Vom Wasser ans Rohr und dann an die Luft, aber es ist einfach nicht genug. Was können wir besser machen? Haben Sie ja schon gelernt. Wir können die Oberfläche vergrößern, Rohr einfach länger machen. Deutlich länger. Es verbauen sich aber 100 Meter lange Rohre so unglaublich schlecht im Pkw. Und deshalb ist man dazu übergegangen, statt einem 100 Meter langen Rohr, ein Rohrbündel zu nehmen. Das Wasser strömt durch diese ganzen Rohre parallel, gibt Wärme an die Rohre, von den Rohren außen an die Umgebungsluft und sie geben mehr Wärme ab. Und das Wasser ist schon etwas kühler hinten, wenn es austritt. Reicht aber immer noch nicht. Jetzt können Sie sagen, okay, viel hilft viel, wir machen dann noch mehr Rohre rein und noch mehr Rohre. Aber das macht es immer schwerer und irgendwie könnte man das auch smarter lösen. Denn das Problem liegt nicht auf der Innenseite der Rohre. Da haben Sie das Kühlwasser flüssig, Sie wissen Flüssigkeiten, hoher Wärmeübergangskoeffizient. Das heißt, da wird die Wärme gut vom Wasser an die Rohre abgegeben. Aber an der Außenseite, da wo die Luft an den Rohren so vorbeiströmt, da liegt das Problem. Also müssten Sie eigentlich nur an der Außenseite die Oberfläche größer machen. Aber wie soll das denn gehen, nur außen? Und hier kommen die Lamellen ins Spiel. Das sind einfach nur so Bleche mit Löchern drin. Sie schieben die Rohre da durch und jetzt kann die Wärme vom heißen Wasser an die Rohre abgegeben werden. Von den Rohren, da fließt sie dann so in die Lamellen rein. Und dann kann die Umgebungsluft, die an den Rohren und an den Lamellen vorbeiströmt, die Wärme aufnehmen. Und jetzt kriegen sie genug Wärme abgegeben. Und damit haben wir auch das fertige Bauteil, den Lamellen, Rohrbündel, Wärmeübertrager. Und wenn Sie jetzt wissen möchten, wie ich mit einem inversen Verfahren und mit Hilfe einer Infrarotkamera diese Wärmeübergangskoeffizienten am Lamellen-Rohrbündel-Wärmeübertrager messe, dann müssen Sie mich nochmal einladen. Dafür reicht die Zeit nicht mehr. Ich hoffe aber, dass ich Ihre Begeisterung für Lamellen-Rohrbündel-Wärmeübertrager wecken könnte, dass Sie sagen, wow, nächstes Wochenende möchte ich mich damit beschäftigen. Das ist ja schließlich auch in meinem Auto. Wenn nicht, haben Sie zumindest verstanden, was gefühlte Temperaturen sind. Ja, wissen jetzt, dass Sie gefahrlos in eine Sauna gehen können, allerdings nicht mit bloßer Hand Kartoffeln aus kochendem Wasser holen sollten. Und zu guter Letzt, wenn Ihre Freunde an der Tür stehen, das Bier ist noch nicht kalt, wissen Sie jetzt, Sie müssen die Dosen stellen und nicht legen. Vielen Dank. Applaus